Und da sind wir wieder im zweiten Part von Doki Doki Literature Club Plus. Ja, im letzten Part sind wir ganz freiwillig dem Literaturclub beigetreten. Nicht, weil wir uns irgendwie gedrängt gefühlt haben oder weil wir die Mädchen so toll fanden, sondern weil wir richtig Bock auf Literatur hatten. So oder so ähnlich. Und jetzt sind wir hier auf dem Nachhauseweg mit unserer Nachbarin und guten Freundin Sayori. Genau, da sind wir stehen geblieben. Und so verlassen wir beide den Clubraum und machen uns auf den Heimweg. Während des gesamten Wegs springen meine Gedanken zwischen den vier Mädchen hin und her. Sayori, Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Werde ich wirklich glücklich sein, nach dem Unterricht täglich in einem Literaturclub abzuhängen? Also ich fände das cool. Ich will sowas mal haben, in echt. Ich will aber auch einen Anime-Club in echt haben. Oder ich will mich auch mal an einem Debattierclub ausprobieren. Ich weiß nicht, was es alles für Clubs gibt oder was da alles so möglich ist, aber ich habe da richtig Bock drauf. Möglicherweise bietet sich da die Chance, einem der Mädchen etwas näher zu kommen. Also gut. Ich muss das Beste aus der Situation machen und das Glück wird mir sicherlich hold sein. Und alles beginnt wohl mit einem Gedicht, das ich heute Abend schreiben muss. Oh ja, ich freue mich. Gedicht schreiben. Jetzt ist Zeit, ein Gedicht zu schreiben. Wähle Wörter, von denen du glaubst, dass sie deinem Lieblingsclubmitglied gefallen werden. Wer dein Gedicht am meisten mag, dem wird etwas Gutes passieren. Okay. Ich glaube, also es gibt ja die neuen Side-Stories. Und ich glaube, es ist so, dass wenn wir ein Gedicht schreiben, was zum Beispiel Natsuki sehr mag, dass wir dann die Side-Story von Natsuki irgendwie freischalten. Deswegen suchen wir uns jetzt eine Person aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt... Über wen möchte ich denn mehr erfahren? Ich glaube, Yuri. Ich glaube, ich möchte jetzt etwas über Yuri erfahren. Deswegen wählen wir Wörter, die irgendwie auf Yuri zutreffen können. Die ist jetzt schwierig. Ich würde jetzt hier sagen, leer. Okay, nein, das ist Sayori. Labil. Geheimnistuerisch. Jawohl. Horror, auf jeden Fall. Sockenwolken. Puff. Wie, Puff? Charme. Ach, echt, Sayori? Unerwidert. Abweichung. Machen wir unerwidert. Oh, okay. Gemetzel. Das ist aus dem Horrorgenre. Oder Splatter. Lolli, ne, das würde bestimmt Natsuki gefallen. Milch, Sternenhimmel, ja, Papa, Doki Doki, nein, Inferno, okay, das sieht gut aus, explodieren, büßen, Kummer, inkongruent. Das ist so ein intelligentes Wort, das kennt nur Yuri. Wusste ich's doch. Zucker, besonders, nervös, Romanze, Käfig. Schwindelgefühl. Rose, okay. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, Doki Doki Poetry Slam. Also, wenn das Gedicht wirklich nur aus diesen Worten besteht, die aneinandergereiht sind, dann ist das ein ziemlich fragwürdiges Gedicht. Desorientiert. Meer. Ach komm. Friedhof, ja. Kaputt. Universum. Und zu guter Letzt. Musik. Okay, Sayori. Das war jetzt fast gleich auf, oder? Ich bin mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir dann eine Benachrichtigung bekommen von wegen, oh, herzlichen Glückwunsch, du hast die Side-Story so und so freigeschaltet. Wir werden sehen, wer unser Gedicht am meisten mag. Willkommen zurück, Sadie. Wir sind froh, dass du uns nicht davongelaufen bist, haha. Nö, keine Sorge. Das ist zwar alles etwas ungewöhnlich für mich, aber ich werde zumindest mein Wort halten. Dafür sind wir bekannt. Da wäre ich also wieder im Literaturclub. Ich betrat als letzter den Raum, alle anderen waren schon da. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, Sadie. Hoffentlich ist das keine zu überwältigende Verpflichtung für dich. Du stürzt dich direkt Hals über Kopf in die Literatur, obwohl du gar keinen echten Bezug dazu hast. Ach komm schon, wir sollten nicht so streng mit ihm sein. Sayori hat mir erzählt, dass du dieses Jahr eigentlich gar keinen Club beitreten wolltest. Und letztes Jahr auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob du einfach nur hierher gekommen bist und abhängen willst oder so, aber wenn du die Sache nicht ernst nimmst, dann wirst du dir das noch lange anhören müssen.
Natsuki, du lehnst dich ja ziemlich weit aus dem Fenster dafür, dass du deine Manga-Sammlung im Clubraum aufbewahrst. Natsukis Gehirn scheint sich nicht zwischen den Worten Monika und Mangas entscheiden zu können. Warum wird sie jetzt hier für ihre Manga-Sammlung geschämt? Ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Mangas sind Literatur. Ja, durchaus. Durchaus. Ist so ein Streitpunkt, oder? Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, aber ich würde sagen, es ist Literatur. Es ist natürlich nicht so was Umfangreiches wie ganz normale Romane, was weiß ich. Das geht mehr in die Comic-Richtung, aber das ist ja auch irgendwie, da gibt es einen Plot, da kommt es auch drauf an, wie die Leute etwas ausdrücken. Das ist schon Literatur. Wenn auch in einer einfachen Form und durch Bilder ergänzt und so weiter und so fort. Rasch besiegt lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Keine Sorge, Leute. Sadie wird immer sein Bestes geben, solange er Spaß hat. Er hilft mir mit der Hausarbeit, ohne dass ich ihn darum bitten muss. Tun wir das? Kochen, mein Zimmer aufräumen. Echt? Wie zuverlässig. Okay, wir sind sehr... Also nicht nur Sayori sorgt sich wohl um uns, sondern auch... Wir sorgen uns sehr um Sayori. Offensichtlich. Sayori, das ist nur, weil dein Zimmer so chaotisch ist, dass es einen total ablenkt. Und einmal hast du fast dein Haus abgefackelt. Wenn du meinst... Ihr zwei seid echt gute Freunde, was? Da könnte ich fast etwas neidisch werden. Wieso? Du und Sadie könnt doch auch gute Freunde werden. Sayori? Hm? Wie sie alle mal direkt auf verlegen tun. Eine Güte. Alles, ich glaube, wir haben hier mit einer ganzen Gruppe aus Introverts zu tun. Fast ganz viele introvertierte Menschen. Wie nicht anders zu erwarten, hat Sayori keinen blassen Schimmer davon, in was für eine seltsame Lage sie mich da gerade gebracht hat. Ach komm, stell dich nicht so an, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, Yuri hat dir heute sogar etwas mitgebracht, weißt du? Warte mal, Sayori. Okay, das kann ich verstehen, ne? Yuri, die vorsichtig ist und nochmal zurückhaltend und dann prescht Sayori vor und nimmt dir schon etwas vorweg. Das könnte unangenehm sein. Mir? Nicht wirklich. Sei nicht so schüchtern. Es ist wirklich nichts. Was ist es? Ach, egal. Sayori macht da so eine große Sache daraus, aber das ist es wirklich nicht. Was soll ich tun? Hä? Tut mir leid, Yuri. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Damit liegt es dann wohl an mir, die Situation zu retten. Hey, mach dir keine Sorgen. Zuerst einmal hatte ich ja überhaupt nichts erwartet. Damit ist jede nette Geste von dir eine echt tolle Überraschung. Das macht mich auf jeden Fall schon mal glücklich. Wirklich? Ja, ich werde keine große Sache daraus machen, wenn du das nicht willst. Also gut. Hier bitte, ich bin gespannt. What is it? Yuri greift in ihre Tasche und zieht ein Buch heraus. Ich wollte nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Ist das unser erstes Buch, was wir in der Hand halten, nach Jahren? Daher habe ich ein Buch ausgewählt, von dem ich denke, dass es dir gefallen könnte. Horror. Es lässt sich schnell lesen, fesselt deine Aufmerksamkeit, auch wenn du für gewöhnlich nicht viel liest. Dann ist es ein Manga. Aber Yuri und Mangas, Und wir könnten, weißt du, uns darüber unterhalten, wenn du magst. Wie kann das Mädchen unbeabsichtigt nur so niedlich sein? Sie hat sogar ein Buch ausgewählt, von dem sie glaubt, dass es mir gefallen könnte, obwohl ich überhaupt nicht viel lese. Yuri, danke. Ich werde es ganz bestimmt lesen. Ich nehme ihr begeistert das Buch aus der Hand. Jetzt zeig uns das Buch. Was ist es? Puh. Naja, du kannst es ja in deinem eigenen Tempo lesen. Ich will wissen, was das ist. Oder welches Genre, was auch immer. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was du davon hältst. Geht er jetzt nicht darauf ein? Ich will das wissen. Ich will das wissen, das ist das erste Buch seit 17 Jahren oder so, was wir in deiner Hand halten. Oh. Nachdem das geregelt war, erwartete ich, dass Monika einige der geplanten Aktivitäten für den Club starten würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Sayori und Monika führen eine angeregte Unterhaltung in der Ecke. Yuris Gesicht ist bereits in einem Buch versunken. Ich bemerke ihren angestrengten Gesichtsausdruck, so als hätte sie auf diese Chance gewartet. Währenddessen wühlt Natsuki im Schrank herum. Gehen wir zu Natsuki? Nein, wir gehen auf Yuri zu. Ich bin sehr neugierig darauf, mich mehr mit Yuri zu unterhalten. Aber zugleich fühle ich mich auch schlecht dabei, sie beim Lesen zu stören. Wollte ich gerade sagen, wenn sie im Buch vertieft ist, dann lass sie doch in Ruhe. Genauso wie mit den Kopfhörern, ne? Im Bus oder im Zug. Also wenn man Kopfhörer in den Ohren hat, dann ist das Zeichen, hier, geh weg, sprich nicht mit mir, lass mich einfach in Ruhe. Bei den meisten zumindest. Mir wäre das persönlich, glaube ich, egal. Oder ich würde mich eher freuen, wenn eine sympathische Person zumindest mich anspricht.
Wenn kennt ihr das, wenn im Bus, da setzt sich irgendeine Person neben euch und sie fängt einfach an zu reden. Sie hat so ein Redebedürfnis und will euch dann die ganze Fahrt zuquatschen. Ist auch scheißegal, ob ihr Kopfhörer drin habt oder nicht oder irgendwas am Handy macht oder nicht. Das ist der Person egal. Und sie redet und sie redet und sie redet. Furchtbar. Und ich nick immer nur und sag ja, ja, ja. Und warte auf meine Haltestelle. Ich erhasche einen Blick auf ihren Buchumschlag. Es scheint das gleiche Buch zu sein, das sie mir geliehen hat. Aha. Und das ist... Und das ist noch nicht alles. Sie hat gerade erst mit dem Lesen angefangen. Ah. Mist. Ich glaube, sie hat bemerkt, dass ich sie beobachte. Sie sieht erneut zu mir rüber und unsere Blicke treffen sich für den Bruchteil einer Sekunde. Allerdings veranlasst sie das dazu, sich noch tiefer in ihr Buch zu vergraben. Entschuldige, ich war kurz weggetreten. Das murmle ich vor mich hin, denn ich fühle, dass ich sie verlegen gemacht habe. Oh, ist schon in Ordnung. Wenn ich mich besser konzentriert hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen. Aber ich habe einfach nur noch einmal angefangen, es zu lesen, also... Das ist doch das Buch, das du mir gegeben hast, oder? Jetzt sag schon, welches Buch? Ich wollte einen Teil davon nochmal lesen. Aus keinem bestimmten Grund. Ich frage mich, warum hast du zwei Exemplare von demselben Buch? Also als ich gestern im Buchladen war, das habe ich nicht gemeint. Ich meine, ich habe einfach zwei davon gekauft. Ah, verstehe. Offensichtlich geht hier noch etwas anderes vor sich, worüber Juri aber nicht reden will. Ich belasse es dabei. Ich werde es ganz bestimmt bald lesen. Jetzt sag mir doch, welches Buch, Mann. Das freut mich. Wenn die Handlung einmal an Fahrt gewinnt, wirst du es kaum noch weglegen können. Es ist eine sehr mitreißende und ansprechende Geschichte. Echt jetzt? Worum dreht es sich denn eigentlich? Ja, komm, hau raus. Nun. Juri schließt das Buch und liest die Rückseite des Umschlags. Ja? Jawohl. Das Buch heißt Porträt von Markov. Auf dem Cover befindet sich ein bedrohlich wirkendes Augensymbol. Also gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht versehentlich etwas verrate. Also es geht um dieses Mädchen, das in der Highschool mit ihrer jüngeren Schwester zusammenzieht, die lange verschwunden war. Aber in ihrem Leben passieren ab diesem Zeitpunkt viele seltsame Dinge. Sie gerät ins Visier dieser Leute, die aus einem Gefängnis geflohen waren, wo Experimente an Menschen durchgeführt werden. Und sie muss unbedingt entscheiden, wem sie überhaupt vertrauen kann, da ihr Leben in Gefahr ist. Was sie auch tut, sie zerstört die meisten ihrer Beziehungen und ihr Leben gerät völlig aus den Fugen. Das ist irgendwie recht düster, oder nicht? Juri hat das eigentlich zuerst als eine nette Geschichte verkauft, daher kommt diese dunkle Wendung recht unerwartet. Juri kichert plötzlich leise los. Haben wir jetzt zum ersten Mal mitbekommen, dass sie kichert, oder? Magst du diese Art von Geschichten nicht, Sadie? Nein, das ist es nicht. Ich finde solche Geschichten schon okay, keine Sorge. Das hoffe ich. Ja, ich hatte völlig vergessen, dass Juri auf solche Sachen steht. Von außen wirkt sie so schüchtern und unnahbar, aber im Inneren sieht es dann völlig anders aus. Ja, und das finde ich gerade bei solchen Personen so spannend. Und das findet man nur heraus, wenn man mit ihnen spricht, wenn man sie kennenlernt und aufeinander zugeht. Ja, bin gespannt, was sich noch alles in ihrem Kopf, in ihrem Inneren verbirgt. Es ist nur, dass diese Art von Geschichten, sie fordern einen dazu heraus, das Leben aus einer seltsamen neuen Perspektive zu betrachten. Wenn schreckliche Dinge nicht nur einfach geschehen, weil jemand das Böse in Person ist, sondern weil jeder seine eigenen Ziele hat oder an eine eigene Philosophie glaubt. Und wenn du gerade glaubst, dass du dich mit der Hauptfigur identifizieren kannst, dann stellt sie sich als naiv heraus, weil sie zulässt, dass ihre einseitigen Moralvorstellungen von den Plänen des Bösewichts durchkreuzt werden. Ich rede nur dummes Zeug, was? Nicht schon wieder. Ach, wie unsicher sie ist. Es tut mir leid. Oh Mann, diese Insecurities. Ich muss aber sagen, ich wollte jetzt kein Statement setzen. Ich interessiere mich einfach nur dafür, ob es das Buch wirklich gibt. Oder ob das erfunden ist. Müsste ich später mal recherchieren. Hey, du musst dich nicht entschuldigen. Ich höre dir immer noch gespannt zu. Nun, dann ist es wohl okay. Aber ich sollte dich wohl wissen lassen, dass ich dieses Problem habe. Jetzt bin ich interessiert. Wenn ich es zulasse, dass mir Bücher und Geschichten im Kopf herumschwirren... Dann vergesse ich, auf andere Leute zu achten. Daher tut es mir leid, wenn ich hin und wieder seltsame Dinge sage. Okay. Und halte mich bitte auf, wenn ich zu viel rede. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Haltet mich doch einfach auf. Darüber musst du dir echt keine Sorgen machen. Das bedeutet doch lediglich, dass du leidenschaftlich gern liest. Da kann ich dir auch wenigstens zuhören. Schließlich ist das immer noch ein Literaturclub. Ah, das ist wohl wahr. Tatsächlich.
Dann fange ich wohl besser an, es zu lesen, was? Das musst du nicht. Was erzählst du denn da nur? Vor einem Moment hast du doch gesagt, dass du dich darauf freust. Ich hole mir nur eben das Buch. Ich nehme schnell das Buch aus meiner Tasche. Also gut, ist es okay, wenn ich hier sitze? Ich setze mich auf den Platz neben Juri. Der Gesichtsausdruck. Ja, Juri, ist das wieder ein bisschen too much? Ja, bist du sicher? Du scheinst Bedenken zu haben. Ist aber sehr schön, dass wir da nochmal nachfragen und versuchen, da ein bisschen vorsichtig mit Juri umzugehen. Es tut mir leid. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht will. Ich bin es nur nicht gewöhnt, mit jemandem zusammen zu lesen. Verstehe. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich störe oder so. In Ordnung. Ich öffne das Buch und lese den Prolog. Recht schnell begreife ich, was Juri mit dem gemeinsamen Lesen meinte. Ich habe das Gefühl, als würde sie sich beim Lesen über meine Schulter beugen. Was eigentlich keine schlechte Sache ist. Vielleicht etwas ablenkend, aber auch beruhigend. Ich sehe Juri aus meinem Augenwinkel. Mir wird klar, dass sie gar nicht in ihr eigenes Buch schaut. Ich blicke hinüber. Sie scheint viel mehr in meinem Buch mitzulesen. Entschuldige, ich wollte nur... Juri, du entschuldigst dich ganz schön viel, was? Solche Leute kenne ich, die sich ständig entschuldigen und so. Und ich kenne das auch von früher, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und wenn man dann sagt so, du musst dich nicht entschuldigen, dann hat man auch wieder das Bedürfnis zu sagen, oh, sorry. Tue ich das? Das wollte ich wirklich nicht. Entschuldige. Ich meine... Hier, so könnte es funktionieren, oder? Ich schiebe meinen Tisch an den von Juri und halte dann mein Buch so, dass wir beide daran lesen können. Ganz schön intim für so eine Juri, würde ich sagen, ne? Ja, ich schätze schon. Juri schließt zögerlich ihr eigenes Buch. Sobald wir uns beide ein wenig mehr zur Mitte lehnen, berühren sich unsere Schultern fast. Da mein linker Arm irgendwie im Weg zu sein scheint, halte ich das Buch in meiner rechten Hand offen. Ah, aber so wird es schwierig umzublättern. Hier. Oh. Juri nimmt ihren linken Arm und hält die linke Seite des Buches zwischen ihrem Daumen und Zeigefinger fest. Ah, ich tue es ihr auf der rechten Seite des Buches gleich. Auf diese Weise schiebt Juri eine Seite unter ihren Daumen, nachdem ich eine Seite umgeblättert habe. Aber diese Art des Lesens sorgt dafür, dass wir jetzt noch näher zusammengerückt sind als vorher. Es lenkt mich irgendwie ganz schön ab. Ja, da kommen wir ein bisschen ins Schwitzen. Aber auch für so eine Juri ist das sicherlich ein sehr intimer Moment. Auch wenn es simpel ist. Finde ich aber cool, so zusammen ein Buch zu lesen. Aus einem Buch nebeneinander. Stelle ich mir cool vor. Habe ich noch nie gemacht. Ich sollte vielleicht echt mal Literaturclub gründen und das da mal irgendwie etablieren. Ich fühle fast die Wärme von Juris Gesicht und sie füllt die gesamte Ecke meines Blickfelds aus. Bist du bereit? Ah, wie sich ihr Auge jetzt in unsere Richtung wendet. Umzublättern. Ah, tut mir leid. Ich war wohl eine Sekunde lang abgelenkt. Ich sehe wieder verstohlen ins Juris Gesicht und unsere Augen treffen sich. Ach, diese kleinen Fehler. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr mithalten soll. Ah, das ist schon in Ordnung. Du bist das Lesen nicht so gewohnt, richtig? Hat sie die ganze Zeit schon gelächelt? Oder kam das jetzt dazu? Es macht mir nichts aus, wenn du etwas länger brauchst. Ich habe Geduld. Das ist nett. Ich bin... Seid ihr schnelle Leser und Leserin? Also ich glaube, ich bin durchschnittlich. Wenn ich für mich alleine lese, bin ich durchschnittlich. Manchmal tendiere ich dazu, ein bisschen schneller zu lesen. Das ist aber das Problem, dass die Sachen da nicht hängen bleiben. Und dann muss ich wieder die letzten drei Zeilen, dann weiß ich gar nicht, was ich da überhaupt gelesen habe. Und muss dann nochmal von vorne anfangen. Ein bisschen nervig. Da muss ich mich da ein bisschen zügeln. Geduld sollte man erlernen, ne? Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Wo du ja so geduldig mit mir warst. Ja, ich befürchte, das ist so, wir geben Juri gerade so viel Aufmerksamkeit und so viel Zuneigung, was auch immer, wie sie schon lange nicht mehr bekommen hat. Also das schließe ich jetzt aus ihren Reaktionen. Ich bin wirklich gespannt auf ihre Hintergrundgeschichte, ne? Und wie man sie kennengelernt hat. Sie ist jetzt nicht gerade People's Person. Wir lesen weiter. Juri fragt mich mittlerweile nicht mehr, ob ich bereit zum Umblättern bin. Stattdessen gehe ich einfach davon aus, dass sie schneller liest als ich und ich blättere um, wenn ich soweit bin. Wir lesen das erste Kapitel schweigend weiter, obwohl sich jedes Umblättern schon fast wie ein intimer Moment anfühlt. Ah, sag ich ja. Mein Daumen lässt vorsichtig die Seite los, die dann sanft zur anderen Seite springt, wo Juri sie mit ihrem Daumen wieder fängt. Teamarbeit. Hey, Juri, das ist vielleicht ein blöder Gedanke, aber die Hauptfigur erinnert mich ein wenig an dich. Denkst du das wirklich? Inwiefern? Naja, in vielerlei Hinsicht ist sie viel direkter.
aber sie hinterfragt auch alles, was sie sagt und tut, als hätte sie Angst davor, etwas Falsches zu tun. Ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf vorgeht, aber das erinnert mich schon etwas an dein Verhalten. Ich verstehe. Juri schweigt für einen Moment. Aber Sadie, das ist wahrscheinlich eine schreckliche Sache, die ich mit ihr gemein habe. Es ist so peinlich, dass du das denken würdest. Warte, ich habe das auf keinen Fall schlecht gemeint. Tut mir leid, es war mir nicht klar, dass du dir deswegen so unsicher bist. Come on, sie ist wegen allem unsicher. Ich bitte dich. Ich habe wohl eher gemeint, dass es irgendwie niedlich ist. Was redest du denn da plötzlich? Okay, Leute! Juri schreckt auf. Okay, kommen wir jetzt zu unserer Gedichtstunde. Ja, es ist Zeit, dass wir unsere Gedichte miteinander teilen. Wenn wir zu lange warten, haben wir nicht mehr genug Zeit dazu. Juri atmet aus, davor bewahrt, ihren Gedanken zu Ende führen zu müssen. Ist das okay für dich, Juri? Du siehst etwas niedergeschlagen aus. Es tut mir leid, wenn du dich nicht darauf freust. Das ist es nicht. Es ist schon gut. Juri lässt das Buch los, wodurch es zuklappt, mit meinem Daumen noch darin eingeklemmt. Und dann entfährt uns ein greller Schrei vor Schmerz. Also gut, ich werde wohl heute Abend noch etwas lesen. Oder hättest du es lieber, wenn wir nur zusammen weiterlesen? Es ist mir eigentlich egal. Das ist jetzt die Frage, ist es ihr wirklich egal? Ich vermute nicht. Sie mag das Zusammenlesen mit Sicherheit. Also Lesen ist ihre Leidenschaft und jetzt kann sie es mit einer Person teilen. Und wir scheinen ihr ja auch so ein bisschen sympathisch zu sein, ein bisschen zu gefallen. Das ist ihr nicht egal. In dem Fall lese ich heute Abend noch ein wenig mehr. Nachdem die Geschichte etwas an Fahrt aufgenommen hat, wird es mehr Spaß machen, zusammen weiterzulesen, weißt du? Das ist ein gutes Argument. Ja, das ist auch ein sehr guter Kompromiss. Dann solltest du die ersten beiden Kapitel alleine durchlesen. Also gut. Ich stehe auf. Ich merke mir, wo ich im Buch bin und stecke es dann in meine Tasche. Hast du gestern Abend übrigens daran gedacht, ein Gedicht zu schreiben? Ja, meine Entspannung ist vorbei. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich mich auf so etwas Peinliches eingelassen habe. Ja, das waren ja auch Worte wie traurig, Explosion, Zerstörung und was weiß ich. Das ist echt ein super Gedicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das gleich selbst zu Gesicht bekommen, was wir da geschrieben haben. Ich bin interessiert. Da ich sowas noch nie getan habe, hatte ich echt Mühe, Inspiration zu finden. Gut, da jetzt alle bereit sind, können wir ja loslegen. Ich kann es kaum erwarten. Sayori und Monika zaubern begeistert ihre Gedichte hervor. Das von Sayori befindet sich auf einem losen Blatt Papier, das sie aus einem Spiralblock gerissen hat. Das von Monika befindet sich hingegen in einem Aufsatzheft. Von meinem Sitzplatz kann ich Monikas makellose Handschrift sehen. Natsuki und Juri tun es den beiden zögernd gleich und greifen in ihre Taschen. Ich tue dasselbe. Wem sollte ich als erstes mein Gedicht zeigen? Okay, wir sind ja schon die ganze Zeit mit Juri dran. Wir wollen natürlich auch mehr über Juri erfahren. Das Gedicht war ja auf sie zugeschnitten. Also hoffe ich zumindest, deswegen nehmen wir jetzt mal Juri. Das ist, glaube ich, auch die erste Entscheidung in diesem Spiel, oder? Juri scheint die erfahrenste zu sein, daher sollte ich mit ihr beginnen. Ich kann auf ihre ehrliche Meinung vertrauen. Ich bemerke, wie Juris Augen während des Lesens aufleuchten. Außergewöhnlich. Wie war das? Habe ich das laut gesagt? Juri schlägt sich zuerst mit der Hand vor den Mund, aber verbirgt dann ihr ganzes Gesicht in den Händen. Er wird mich hassen. Du hast wirklich nichts falsch gemacht, Juri. Da hast du wohl recht. Warum werde ich nur so nervös? Weil das Gedicht so super ist? Juri atmet durch. Also, welche Schreiberfahrung hast du? Du musst früher schon viele Gedichte geschrieben haben, wenn ich mir deine Verwendung der Bildsprache und Metaphern so ansehe. Wirklich? Naja, wir schauen den ganzen Tag Anime, spielen irgendwelche Spiele. Also Schreiberfahrung ist da, glaube ich, nicht viel. Wow, das aus deinem Mund zu hören, ist ein großes Kompliment. Ehrlich gesagt ist dies mein erstes Gedicht. Hä? Juri starrt mich ausdruckslos an und schaut dann wieder auf das Gedicht. Tja, das weiß ich ja. Ich meinte ja nur, Juri verstummt, unfähig, eine Ausrede zu finden. Sie fährt mit dem Finger über die Wörter im Gedicht, als wolle sie es noch genauer analysieren. Ja, okay.
Das ist der Grund, warum mir das klar war. Es gibt da bestimmte Schreibgewohnheiten, die in der Regel typisch für neue Autoren sind. Und ich kann die mittlerweile schnell erkennen, da ich denselben Weg genommen habe. Am auffälligsten ist wohl, dass neue Autoren sich an einem sehr überlegten Stil versuchen. Mit anderen Worten, der von ihnen gewählte Stil passt nicht zum Thema und sie versuchen dann, die beiden Elemente irgendwie zu verbinden. Letzten Endes verlieren dabei sowohl der Stil als auch die Ausdruckskraft an Stärke. Wollte ich gerade sagen, als Juri beginnt, ihre Gedanken klar zu formulieren, scheint sich ihr ganzes Verhalten völlig zu ändern. Das finde ich so erstaunlich bei ihr, ne? Diese unsichere Person, wenn es dann aber in ihre Leidenschaft geht, dann geht sie völlig auf und kann dann frei reden, ohne unsicher zu wirken und hat dann auch hat eine gute Meinung, gute Argumente und so weiter. Ziemlich spannend. Sie stottert nicht mehr und hört sich sehr fachkundig an, genau. Natürlich kann man dir das nicht übel nehmen. Selbst das Schreiben eines ganz einfachen Gedichts erfordert so viele verschiedene Fertigkeiten und Techniken. Dabei geht es nicht nur darum, diese zu identifizieren und einzusetzen. Das Schwierigste ist vielmehr, ein Zusammenspiel zwischen ihnen zu schaffen. Das kann seine Zeit dauern, aber es wird einfacher, wenn du das übst, dir Beispiele suchst und neue Dinge ausprobierst. Hoffentlich geben dir die anderen im Club auch wertvolles Feedback. Allerdings kann Natsuki etwas voreingenommen sein. Voreingenommen? Wieso? Aber sie ist auch... Also, normalerweise würde sie mit Kritik, wäre sie wahrscheinlich sehr vorsichtig. Sie will uns ja nicht verletzen, nicht vor den Kopf stoßen, aber hier kann sie einfach frei reden. Voll gut. Nun, ist auch egal. Ich sollte nicht so über andere reden. Entschuldige. Ist schon gut. Ich frage mich jedoch, ob Juris Entschuldigung ihr selbst, mir oder Natsuki gilt. Kann ich jetzt dein Gedicht lesen? Bitte. Ich erzähle dir auch gerne mehr darüber, was ich mir dabei gedacht habe. Juri lächelt verträumt, als wäre die Aussicht darauf eine seltene Gelegenheit für sie. Was an sich schon lustig ist. Schließlich soll das hier doch ein Literaturclub sein. Okay, wir lesen das Gedicht noch und dann können wir auch den Part beenden. Geist unter dem Licht, die Locken meines Haars, vom bernsteinfarbenen Schein erhellt, badend. Dies muss sie sein, die letzte Straßenlaterne, die den Lauf der Zeit noch trotzt. Die letzte, die noch nicht durch den scheußlichen blaugrünen Farbton der Zukunft ersetzt wurde. Ich bade, ganz ruhig Luft der Gegenwart atmend, doch in der Vergangenheit lebend. Das Licht flackert, ich flackere zurück. Die Musik hat sich verändert und ich finde die super. Ich weiß gar nicht, die ist nicht im ursprünglichen Spiel vorhanden gewesen, oder? Das ist jetzt einer der neuen Tracks. Glaube ich. Auf jeden Fall sehr schön. Das Gedicht ist auch ganz nett, auch wenn ich da noch nicht so viel interpretieren kann. Tut mir leid, ich habe solch eine schreckliche Handschrift. Okay, ich glaube... Was? Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber du hast so lange gebraucht, um es zu lesen. Tja, ich lese nur nicht so oft Schreibschrift. Eigentlich finde ich deine Handschrift sehr hübsch. Hä? Okay, ich glaube, an diesem Punkt machen wir einen Cut. Was Juri sich bei diesem Gedicht gedacht hat, das erfahren wir dann im nächsten Part. Genau, das ist jetzt eine ganze Folge voller Juri geworden. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir mehr über Juri erfahren, hoffentlich. Und wenn wir dann auch die Side Story freischalten. Bitte, 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 ich will es. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, habt einen schönen Tag und bis dann.